Nun sitze ich also im Zug Richtung Ulm, dann Richtung Konstanz, falls es dabei bleiben sollte, denn so genau weiß ich das noch nicht. Hauptsache weg, dachte ich. Drum sitze ich hier und der Zug rollt nun los, verlässt den Münchner Hauptbahnhof. Wohin weiß ich, nur wohin ich will, weiß ich noch nicht, aber das ist mir ein durchaus vertrauter Zustand, wenn ich gar meine Bilanz, die Bilanz verregneter Tage vergangener Jahre zumindest. Nicht, dass ich verregnete Tage nicht lieben würde. Ich benutze das Bild hier eigentlich nur, weil man im Allgemeinen mit Regen die Farbe Grau, das Grau des Himmels assoziiert. Falls es Grau als Farbe überhaupt geben sollte. Da etwas, das lediglich aus einem Gemisch der Nichtfarben, Schwarz und Weiß besteht, eigentlich die vollkommene Abstinenz von Farbe impliziert. Aber ich schreibe nun einmal gerne über Nichtvorhandenes und überhaupt, was ich gern wäre, denn ich bin nicht zuletzt auch ein Schriftsteller, wie ich nun beschlossen habe. Nicht mehr und nicht weniger, wie ich eben auch schon beschlossen habe, ein Maler, ein Bildhauer, ein Regisseur und Musiker zu sein. In Wahrheit bin ich ein Zugreisender, zumindest ein Fahrgast der Deutschen Bundesbahn, beziehungsweise dessen, was sie uns davon noch übrig gelassen haben. Jedenfalls und der Besitzer eines vor kurzem für 35 Euro erworbenen schönes Wochenendetickets. In Wahrheit bin ich ein Wartender. Ich warte auf irgendetwas. Ich warte darauf, dass irgendetwas passiert. Und ich frage mich, wie weit ich die Seile meines mühsam geordneten Lebens strapazieren darf für einen guten literarischen Stoff. Zurück in Konstanz und ziemlich müde. An der Uferpromenade sitzen zwei Mädchen barfuß auf einer Holzbank und trinken Bacardi. Dieses Bacardi-Limo-Gemisch, welches wie Kalkwasser aussieht und gefährlich gut schmeckt. Ich selbst lege mich auf eine andere und schlucke verwerfliche Gedanken. Die Augen geschlossen. Ich höre nur die sanften Wellen des großen Sees, den Steinwall am Ufer hinaufklettern. Über mir der Himmel, offen und, würde ich jetzt sagen, voller Möglichkeiten. Wäre dies angesichts dessen, was möglich wäre, darüber zu schreiben, zwar eigentlich zu platt formuliert, aber angesichts dessen, was möglich, aber angesichts, Quatsch. Nochmal, über mir der Himmel offen und voller Möglichkeiten. Wäre dies offen und würde ich jetzt sagen voller Möglichkeiten, wäre dies angesichts dessen, was möglich wäre, darüber zu schreiben, zwar eigentlich zu platt formuliert, aber dennoch denkbar und somit nun denn wiederum das einzig Mögliche. Noch stecken die Enten ihre Köpfe ins müde Gefieder und auch die Möwen kreischen noch nicht in der Morgensonne. Auch wenn ich es vermutlich schnell in Erfahrung bringen könnte, interessiert es mich nicht, wie spät es ist. Ich werde noch etwas liegen auf dieser Bank und später anderswo, irgendwo an der Uferpromenade, einen ersten Kaffee trinken. Zimmer 15. Ich schalte den Fernseher ein. Olympia. Ein Schwimmer der USA, 23 Jahre alt, trainiert 6 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Welch ein beneidenswerter Ehrgeiz. Aber zu meiner Erleichterung erfahre ich durch den Kommentator auch, dass dieser Supermann das Leben noch lernen müsse. Zum Beispiel den Unterschied von Geschirrspülmittel und Flüssigseife. Durchaus ein Trost. Ich schalte den Fernseher aus, versuche noch ein wenig zu schlafen. Was mir aber nicht gelingen will, da ich zu große Angst habe, das Frühstück zu verpassen. Es ist 7.50 Uhr, Frühstück gibt es bis 10 und es war eine kurze Nacht. Ich schalte den Fernseher ein, wieder Olympia, diesmal Synchronspringen. Ich versuche die Bewertungen der Kampfrichter nachzuvollziehen. Vergeblich, ich kann nicht den geringsten Unterschied zwischen den Leistungen der unterschiedlichen Mannschaften erkennen. Ich muss bei allen den Hut ziehen, die Luft anhalten und staunen. Wenn die Kamera nicht ihre Gesichter einfinge, würde ich wahrscheinlich nicht bemerken, dass es nicht immer dieselben Springer sind. Denn für mich sehen sie alle gleich aus. Gleich gut, mutig,
stark und für meine Maßstäbe irgendwie übermenschlich. Sie machen zigfache Salte und Schrauben vom 10-Meter-Brett. Ich kriege schon weiche Knie, wenn ich den 3-Meter-Turm besteige, und Kopfsprünge wage ich allenfalls vom Startblock. Aber wann schwimme ich schon? Ich bin heilfroh, dass ich noch nie jemanden retten musste. Ich gehe etwa 3 Meter an der kurzen Seite des Beckens entlang und im Anschluss wieder zurück. Dann etwa 15 seitlich die lange Beckenseite entlang. Oft zähle ich die Schritte, denn es kommt glücklicherweise nur sehr selten vor, dass etwas passiert. Hier ein Platschen, dort ein Geschrei. Alle 5 bis 10 Minuten werfe ich einen Blick hinüber zur großen Bahnhofsuhr. Diese hängt unter dem Scheinwerfer am Flutlichtmasten, welcher sich automatisch in der Dämmerung einschaltet und das Außenwarmbecken, meiner Meinung nach jedoch nicht besonders romantisch, ins rechte Licht zu setzen. Jeder kennt das. Je öfter man auf die Uhr guckt, desto langsamer vergeht die Zeit. So scheint es zumindest. Aber warum sollte etwas, das nur so scheint, nicht letztlich doch Wirklichkeit sein?